Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem kurzen, ja, ich sag mal, Problembehebungsvideo. Und zwar geht es um den Game Controller. Und zwar, ich habe ja für Formel 1, habe ich ja das Lenkrad von Cytec, dieses R440 Force Feedback. Jetzt kommt es aber mal vor, dass dieses R440, das Force Feedback, nicht mehr funktioniert. Ich habe im Internet nach einer Lösung gesucht, ich habe eine gefunden, nur es hat etwas länger gedauert. Und deswegen zeige ich euch mal ganz kurz, wie das funktioniert. Und zwar, ihr tippt hier unten Rack Edit ein, Regressionseditor. Sagt er ja. So, dann geht ihr auf HK Current Users, auf System, Current Control Set, dann auf Control, Media Properties, Private Properties, dann auf Joystick, dann OEM. Das hier ist euer Joystick, das ist euer Lenkrad. Die zwei Dateien, wo ich hier anklicke, die 06A3, die beiden, müsst ihr löschen. Es ist ein bisschen, ja, wie man schon sagt, bei Rack Edit ist immer ein bisschen vorsichtig zu walten, aber es funktioniert. Ich habe es auch schon mehrere Male gemacht, das funktioniert. Wenn ihr die beiden Dateien gelöscht habt, zieht ihr den USB-Stick, Stecker von eurem Wheel, zieht ihr raus, wartet ganz kurz und tut's wieder, steckt wieder in den Computer wieder rein. Und dann sollte das Force Feedback wieder funktionieren. Wie gesagt, ich habe es auch jetzt schon mehrere Male gemacht. Ich war am Anfang auch etwas skeptisch. Aber das funktioniert wunderbar. Sobald ihr den USB-Stecker wieder reingesteckt habt, kommen die beiden Dateien auch wieder. Aber jetzt zumindest euer Force Feedback von eurem Lenkrad funktioniert wieder. Ich hoffe, es hat jetzt ganz kurz euch geholfen. Ihr könnt hier nochmal alles genau durchgucken, was man anklicken sollte. Und wie gesagt, die beiden Dateien hier. Die VID 06A3 und PID 5081 und unten die Datei. Die 06A3 und dann FF04. Die beiden Dateien müsst ihr löschen, dann funktioniert euer Force Feedback wieder. Das wollte ich nur ganz kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Ich hoffe es, falls ihr das Lenkrad auch haben solltet, würde es euch helfen. Gut, alles klar. Das war's auch schon und ich wünsche euch